Hey Leute, der Niklas hat geschrieben und hat gefragt, ob ich noch was zu Swipe machen kann, und das ist natürlich gar kein Problem und dann mache ich jetzt einfach ein Video über Swipe. Swipe ist an sich die bekannteste Tastatur für Android, die dieses Verfahren benutzt. Und zwar, da kommen wir gleich dazu, erst installieren wir sie, ich mache es jetzt nochmal kurz raus. Also ihr müsst einfach nur unter Einstellungen, Allgemein Tastatur und dort die Swipe-Tastatur hinzufügen. Hier steht Englisch dran, sie ist aber auch auf Deutsch, also keine Panik. So, in der Swipe-App gehen wir noch kurz hin. Ihr könnt an sich erstmal eine Einrichtungsanleitung anschauen. Das, was ich euch gerade auch erklärt habe. Und dann aktivieren, und dann kann man hier auch schon, wenn man will, die Tastatur ausprobieren. Wir gehen aber in die Notizen. Und dort seht ihr, ich habe jetzt hier ein relativ buntes Theme. Wir gehen auf die Einstellungen. Ihr könnt also, während ihr schreibt, auf die Einstellungen gehen, nehmen ein anderes Theme, nehme ich mal weiß, könnt Autokorrektur und Wörter hinzufügen, an- und ausmachen und hier die Sprachen ändern. Da habt ihr zum Beispiel Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und halt auch auf Deutsch, was für uns sehr praktisch ist. So, und jetzt schreiben wir einfach mal. Hey ho. Und das habe ich vorhin schon eingespeichert. Leute. Was, ups, aber das war mein Fehler, was geht, machen wir noch kurz ein Fragezeichen hin, und ihr seht, das ist hier sehr, sehr einfach machbar. Ihr habt eine Swipe-Tastatur, und das ist natürlich der Vater aller Wisch-Tastaturen. Am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, und ich hoffe hier auch hier mit dem Ü, Ö und Ä und im Scharf ist, dass die Tastatur sich noch anpasst. Ich bin da gar kein Freund davon, wenn die Umlaute auch noch drauf sind. Ich hoffe, dass das noch kommt in einem späteren Update. Aber ich finde sie richtig gut, und danke an Niklas, dass es mir gesagt hat, weil es ist wirklich eine richtig gute Tastatur. Man hat hier mehrere Einstellungsmöglichkeiten und kann auch hier Zahlenmenü ganz schnell aufrufen. Ja, auch so die Zahlen hat man ganz schnell, wenn man Emojis will. Das geht auch. Da gehen wir mal kurz in. Da haben wir die andere Tastatur. Wir könnten die natürlich wegmachen. Haben hier die Emojis. Was kann man noch sagen? Ja. Schreiben wir mal noch ein bisschen. Das Wetter ist heute sonnig. Das war jetzt ein bisschen heftig, aber es hat es trotzdem erkannt. Und das finde ich ziemlich cool. Es funktioniert einwandfrei. Und kostet euch 79 Cent. Das muss es euch natürlich wert sein. Aber ich finde, dass es den Preis wert ist und auch besser ist als SwiftKey. Und vielen Dank nochmal an Niklas. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Hier kommt ihr zu meinen letzten drei Videos. Und ich hoffe, ihr schaut sie euch an. Sie sind wirklich sehenswert.